Ihr dachtet wirklich, es wäre vorbei gewesen? Ihr dachtet, ihr kanntet die schreckliche Wahrheit von Buddha? Ihr wisst doch nicht mal die Hälfte. Deine Buddha ist so blöd, sie denkt, dass man zum Fettabsaugen geht, um zur Halbweltmargarine zu werden. Deine Buddha ist so fett, dass man sie für den verschollenen dritten Wildhäcker Herzbuben hält. Deine Buddha ist so schlecht, man bot ihr bereits einen Langzeitvertrag bei GZSZ an. Deine Buddha ist so dumm, sie bleibt am Messer und nicht am Brötchen kleben. Deine Buddha ist so hässlich, nicht mal Blinde würden sie kaufen. Deine Buddha ist so fett, man hält sie für Lubas Zwillingsschwester. Deine Buddha ist so schlecht, dass man sie als Schauspielerdouble für David Hasselhoff eingestellt hat. Deine Buddha ist so dämlich, sie hat Angst vor dem Kühlschrank. Deine Buddha ist so fett, dass sie nicht mal Elvis sie sich aufs Boot gesperrt hätte. Deine Buddha ist so ekelhaft, da sie DSDS gewinnt, ohne gesungen zu haben. Deine Buddha ist so schlecht, dass es als aktive Sterbehilfe angesehen wird, wenn man sie jemandem anbietet. Deine Buddha ist so tödlich, sie ist in Toho eine Spellcard von Yuka. Deine Buddha ist so unglaublich dumm, dass sogar Chuck Norris vor lauter erstaunter Kopf platzt. Deine Buddha ist so schmierig, dass sie nur noch im Regal neben der Kleidcreme zu finden ist. Deine Buddha ist so hirnlos, dass sie als Maskottchen bei Like Ketchup arbeitet.